In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich dir, wie du Steine mit der Airbrush-Technik spülst. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Jeden Freitag kommt auf diesem Kanal ein weiteres Airbrush-Tutorial raus. Wenn du also kein Tutorial mehr verpassen möchtest, abonniere den Kanal. Ich habe Skizzenpapier verwendet und schminke Airbrush-Farben. Zunächst habe ich leicht mit einem Bleistift die Steine vorgezeichnet. Überschüssiges Graphit habe ich mit einem Knetradierer zurückradiert. Danach habe ich Maskierfilm genutzt, damit später scharfe Kanten vom Gestein bekomme. Ich habe hier leider einen Fehler gemacht und ein stumpfes Kabel für das Anschneiden benutzt. Dadurch sind tiefe Furchen im Papier entstanden. In diesem Motiv finde ich das persönlich nicht so schlimm. Unschön ist es nur bei einer Illustration. Beim Arbeiten mit Maskierfilm vorsichtig ausschneiden, alles mit Gefühl machen. Beim Sprühen der Steine nehme ich das Cyanblau und Rot-Orange von Schminke, gemischt. Das Verhältnis 3 Rot-Orange sowie 1 Cyanblau, dies ergibt ein schönes Neutralgrau. Der Einfachheit halber habe ich hier einen Maskierfilm genutzt, damit ihr direkt eine Trennung habt von den Gesteinen zu den Zwischenräumen. Ihr könnt natürlich auch freihand arbeiten. Nachdem ich die Zwischenräume dunkel angelegt habe mit Neutralgrau, werde ich jetzt die Steine demaskieren.
Logic. Wenn ich das Gestein jetzt mit neutralem Grau angelegt habe, werde ich wieder einige Lichtkanten und Winkel radieren, damit die Struktur der Steine eine Tiefenwirkung bekommt und die Illusion von einer Steinstruktur entsteht. Hierfür nehme ich unterschiedliche Radierer, mal weichere und mal härtere. Ich verlinke euch wie immer alles in der Infobeschreibung. Hierbei handelt es sich um Affiliate-Links, wofür ich eine kleine Provision, wenn ihr über diese Links bestellt, bekomme. Wichtig, ihr habt dadurch keinerlei finanziellen Nachteile. Nachdem ich radiert habe, bearbeite ich alles nochmal mit der Airbrush-Pistole. Nun knicke ich den Schlauch der Airbrush-Pistole ab, damit nur noch Farbe aus der Pistole kommt, und spritze so ein paar schwarze Punkte, was wie Poren vom Gestein aussieht. Anschließend bearbeite ich nochmal die Steinoberfläche mit der Airbrush-Pistole, damit diese dunkler werden. Jetzt radiere ich nochmal fleißig und setze wieder ein paar Lichtkanten auf den Steinen drauf. Das könnt ihr ruhig mehrfach machen, mehrere Durchgänge machen, dann sieht es noch realistischer aus. Höhen und Tiefen der Steinstruktur kommen einfach besser zur Geltung. Danach kommt nochmal die Airbrush-Pistole zum Einsatz.
sprühe noch ein paar Risse in die Steine hinein, dann sieht das noch realistischer aus. Wenn das noch nicht freihand klappen sollte, dann könnt ihr gerne auch eine Schablone euch anfertigen oder eine gekaufte Schablone einsetzen. Damit der 3D-Effekt der Steine noch besser zur Geltung kommt, sprühe ich auch nochmal die Kanten entlang, gehe nochmal ganz dicht ran mit der Pistole, dass es schärfere Kanten gibt, ja, und dass die Kanten auch dementsprechend dunkler werden. Und dann greife ich nochmal zum Radierer. Anschließend bearbeite ich nochmal alles mit der Spritzpistole. Wenn ihr keine Lust habt, euch eine Schablone für die Risse der Steine anzufertigen, dann könnt ihr auch einen dünnen Pinsel verwenden und so die Risse einzeichnen. Das geht auch. Unten an den Steinen setze ich jetzt noch eine dunkle Kante an, dann gibt es noch einen größeren 3D-Effekt. Wenn am Anfang nicht alles sofort klappen sollte, habt ein bisschen Geduld. Es geht leider nicht von heute auf morgen, gerade bei der Airbrush-Technik braucht es ein bisschen Zeit. Ich habe auch sehr lange dafür gebraucht. Ne? Und ja, ich sage einfach nur, nicht aufgeben, Leute. Macht einfach weiter. Übung macht den Meister.